Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Enslaved Odyssey to the West. Wir sind hier nach einem kurzen Intermezzo mit einem Geschützturm und etlichen Mechs bei einer Wiege stehen geblieben, hatten kurz eine Halluzi aus längst vergangenen Tagen und Trippy Tucker hat Angst, dass sie hier sterben wird, wenn die wüsste, dass sie schon des Öfteren gestorben ist. Aber das liegt ja nur daran, dass ich so ein mieser Let's Player bin. Also, auf geht's zum nächsten Mech vermöbeln. Wir werden da wieder die Orbs zusammensammeln, weil die werden dann auch upgraden müssen. Das schaut bis jetzt noch nicht sehr gut aus. Wir könnten dann gleich einmal schauen, wie viel... Oh oh. Der Metallturm. Wir sind fast da. Da unten sind Mechs. Ja, na, wie die kümmere ich mich. Los da runter. Du kleiner Macho. Scheiße. Wie viel haben wir denn? Wir haben 1, 2, 3, 4 Stück. Und die Jungs, die rufen sicher Verstärkung. Das ist ja klar. Gut, wir suchen da zuerst einmal alles, was uns helfen kann. Und ja, wie kommen wir denn dorthin? Aha. Die Steuerung ist dermaßen sensibel. Ich versuche ja mein Bestes, damit es nicht so extrem schnelle Schwenks gibt, aber das funktioniert halt auch nicht immer. Das ist eines der Dinge, die ich bei Bandai Namco wirklich kritisieren möchte. Sonst sind die Ideen echt super und die Games echt cool. Aber Steuerung, aha. Drücke, um die Stun-Munition auszuwählen. Jetzt haben wir zwei verschiedene. Aha. Ein Stun-Schuss wird den Gegner für begrenzte Zeit lähmen. Cool. Haben wir 3 Stück davon. Okidoki. So. Da drüben gibt es noch eine Orbs, aber wie kommen wir denn dorthin? Ich glaube, da müssen wir dann zusammenräumen. Wie sind die darüber gekommen jetzt? Trippy Tucker, was machst du denn? Wir kämpfen noch früh genug, Leute. Keine Sorge. Aha. Ich glaube, es bleibt uns auch nichts anderes übrig, gell? Wir werden da gleich einmal runterspringen. Aha. Wo ist denn der sicherste Platz? Ich glaube da. Oh, fuck. Nee. Ich bin ja auch so schreckhaft. Fuck. Da gibt's nirgends was zum Raufklettern. Schauen wir noch einmal kurz. Wir haben ja Zeit, oder? Naja. Das glaube ich doch nicht, oder? Ich mach kurz einen Schnitt. Ich will das Zeug unbedingt haben. Aha. Ja, das wird sicher ein Bosskampf, so wie das hier aussieht. Ja, na egal. Wir werden da gleich einmal loslegen. Sie rufen Verstärkung!
Ja, fuck. Der Schlag durch die Mauer durch. Ja, und haut auf. So, Ruhe ist. Schnell mal einsammeln. Oh, oh. Scheiße! Kann Trip ihn nicht ablenken. Ihr schießt auf den Kopf. Kasper. Der ist schnell im Umfeld. Fuck. Komm, Junge. Wir brauchen doch gar nicht. Medipack. Das gibt's ja nicht. Fuck. Was war das jetzt? Der haut mich immer so zu Klump. Leute, seht ihr das? Ja, der hängt sich jetzt selbst auf. Ich glaube, wir werden den erlösen müssen, glaube ich. Hey! 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 Ja, super.
Kasper. Ich kann nicht einmal Gesundheit nachladen, wie gibt's denn das? Hey! Hey! Komm, Junge. Habt ihr das gesehen? Komm, wir. Maki. Ja, hallo. Ist der cool. Was war jetzt mit Gesundheit, Pipapo? Ich glaube, von hier aus kommen wir wieder raus auf die Straße. Ja. Okay. Also Leute, man hat ja uns gesagt, wir können da einfach, wenn wir da drauf drücken, und ja, da gibt es auf der rechten Seite einen Gesundheitsbalken und da können wir was machen. Aber nö, alles für die Katz. Haben wir wahrscheinlich alles aufgebraucht beim Kämpfen. Ah, schon wieder zu viel. Gut, bevor wir hier weiter stürmen, da oben gibt es noch was, gell? Und wir machen hier einfach mal ein Upgrade, oder? Schau mal. Ja, wir brauchen Gesundheitsupgrades. Gesundheitserweiterung. Monkey hat jetzt 25% mehr. Wir brauchen da 32, 41. Gesundheitsregeneration. Das können wir uns nicht leisten. Wir werden das einfach mal upgraden. Okay, gut. Dann Schild. Da können wir uns nichts mehr leisten. Und Kampf ist wahrscheinlich auch alles zu teuer. Ja, klar. Naja, was soll man sagen? Da gibt's nicht mehr viel. Alles zu teuer. Gut, das war's. Also, wir haben da gekämpft, sind wieder mal gestorben, dummerweise. Weil wir schon lange nicht mehr gespielt haben. Haha, blöde Ausrede, dieser Toso. Na gut, wenn es euch gefallen hat, dann macht ein Abo und wenn ihr am Laufenden bleiben wollt, wenn nicht, dann sagt es eben nicht weiter. Wir sehen uns gleich beim nächsten Video und wir stürmen hier wahrscheinlich geradewegs in die Arme der nächsten Max. Also dann Leute, euer Toso, ciao.